Ja, wir erleben ja schon seit Jahren in Deutschland insgesamt, aber gerade natürlich hier auch in Sachsen, eine Verrohung des politischen Klimas. Ich würde sagen, es ist kein Zufall. Es ist eine organisierte Verrohung, die von der AfD und anderen der extremen Rechten auch vorangetrieben wird. Aber dass es in diesem Wahljahr auch zu gewalttätigen Übergriffen kommt, ist etwas, womit wir fast schon rechnen. Und das ist eigentlich kein Zustand. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, das will ich einfach alles gar nicht mehr. Ich will mir dieses ganze Gelaber und den ganzen Kram irgendwie gar nicht mehr großartig anhören. Denn was teilweise da vom Stapel gelassen wird, von Menschen, die uns regieren möchten, da ist Kopfschütteln ehrlich gesagt noch sehr höflich ausgedrückt. Und neben dem Einspieler, den ich euch eben gerade gezeigt habe, möchte ich euch ganz gerne noch zwei weitere Szenen aus der gestrigen Sendung von Hart aber fair zeigen. Ja, und euch mal aufzeigen, was passiert, wenn Grüne mit Fakten konfrontiert werden. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Es freut mich, dass ihr zu eurem täglichen, ja, News-Update wieder eingeschaltet habt. Ja, hab's mir wieder angetan. Ich habe mir gestern zumindest Teile der Sendung Hart aber fair mit Luis Klamroth einmal angeguckt. Klamroth, ne? Heißt er Klamroth oder Klamroth? Auf jeden Fall heißt er Luis. Habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, Mensch, ja, gut, wollen wir mal gucken, was dabei herauskommt. Also zumindest wusste ich auch, wer die Gäste sind. Und ja, Katrin Göring-Eckardt, die grüne Bundestagsvizepräsidentin, die ist ja immer für so manchen Spaß zu haben, möchte ich jetzt mal sagen. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf den Einspieler. Im Einspieler hat der SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, behauptet, dass vor allem die AfD für dieses gewalttätige und raue Klima in diesem Wahlkampf verantwortlich sei. Ja, vor allen Dingen jetzt in Dresden. Da frage ich mich manchmal, wie das mit ja, den Fakten irgendwie zusammenzubringen ist, wenn solche Aussagen von Politikern unwidersprochen in den Raum gestellt werden. Denn die Angriffe, die ihr seht, und ich konzentriere mich hier nur wirklich auf die Gewaltangriffe, nicht auf die verbalen Äußerungen oder so, die ja gerne mit in diese Statistik hineingezaubert werden, ja, damit man am Ende sieht, oh, guck mal, die Grünen werden am häufigsten angegriffen. Es geht hier nur um die Gewaltdelikte. Wenn ihr da einmal genau schaut, die Gewaltdelikte von links, ja, die sind deutlich über der Anzahl der Gewaltdelikte von rechts. Und diese 8 Gewaltdelikte von rechts gegenüber den Grünen, ja, die werden jetzt, ne, in den letzten Wochen medial komplett aufgebauscht, wenn es denn die richtigen Täter sind. Wenn es jetzt Täter sind, ja, die zum Beispiel da diesen grünen Bürgermeister oder dritten grünen Bürgermeister angegriffen haben und sie sind dann zufälligerweise von arabischem Phänotyp, wie man geschrieben hat, dann hört man davon nicht so viel in den Medien. Also von daher, ja, ne, auch SPD und Fakten ist ehrlich gesagt ein wenig grenzwertig. Naja, wie gesagt, dann gab es halt in dieser Sendung noch den Auftritt der grünen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Und hier ist jetzt einmal ein Ausschnitt, also Achtung, Triggerwarnung, ja, von Katrin Göring-Eckardt, warum, wieso und weshalb die AfD ja kein Teil der Demokratie in unserem Lande ist. Sie sind demokratisch gewählt, aber deswegen sind Sie nicht Demokraten, weil Sie versuchen mit allem, was in Ihrem Programm steht, Sie versuchen mit Ihrer Haltung, unser demokratisches System mal zumindest zu auszuhöhlen oder zu unterminieren. Und das können wir als Demokraten und Demokratinnen nicht akzeptieren. Und das ist genau der Punkt, über den auch gerade in Münster geurteilt worden ist. Nämlich nicht darüber, ob Sie vielleicht den 400, weiß ich nicht, wievielten Antrag gestellt haben, sondern darüber, ob Sie die Demokratie als Grundlage unseres Gemeinwesens betrachten. Und wenn wir unser Grundgesetz anschauen, wir haben vorhin die Doku ja gesehen, ja? Im ersten Absatz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich erlebe Sie permanent, wie Sie im Parlament, ich bin ja Vizepräsidentin, wenn ich da sitze, wie Sie im Parlament Menschen beleidigen, Sie danach beurteilen, was Sie anhaben. Sie haben Fotos von der Seite gemacht, ist der Rock zu kurz, ist die Hose zu blöd, keine Ahnung. Wie Sie Menschen danach beurteilen, wie Sie leben, wie Sie lieben, wo Sie herkommen. Und das höhlt
unsere Demokratie und unser Grundgesetz aus, weil die Menschenwürde gilt für alle und nicht eine deutsche Menschenwürde und nicht eine Menschenwürde, von der Menschen ausgenommen sind und andere eben nicht. Und das ist der Punkt, wo es um die Demokratie und den Grundpfeiler unserer Demokratie geht. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die Grünen gerade das Wort Würde oder Menschenwürde dann erst in den Mund nehmen, wenn es opportun ist. Ja, also wenn man sich mal zurückerinnert an die C19-Zeit und die Zwangsbeglückung, ne, die uns ja allen kurz bevorstand. Und da haben die Grünen, mit Ausnahme, glaube ich, von 6 Leuten oder so, haben die da komplett zugestimmt. Ja, da schrieb zum Beispiel Frau Göring-Eckardt auch das hier. Und für sie wäre das letztendlich ein sanfteres oder milderes Mittel gewesen. Ja. Was am Ende dabei rausgekommen ist und wie der Stand der Dinge heutzutage ist, das sehen wir heutzutage wirklich. Und immer mehr Menschen möchten auch ganz gerne, dass genau diese Zeit halt auch aufgearbeitet wird. Und soweit mir bekannt ist, ist die AfD die einzige Partei, die da jetzt auch wirklich einen Untersuchungsausschuss nicht nur gefordert, sondern auch in einem Bundesland, und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht welches, auch durchbekommen hat. Ja, aber wenn es nach Katrin Göring-Eckardt geht, ja, dann soll mit der Aufarbeitung der Pandemie ja auch keine Stimmung gemacht werden. Vor allen Dingen keine Stimmung gegen ihre parlamentarische Demokratie. So, also mit ihre meine ich jetzt, sie hat gesagt, gegen unsere parlamentarische Demokratie. Vielleicht fühle ich mich da auch einfach nur nicht mitgenommen oder so, weil dieses Wort unsere parlamentarische Demokratie oder unsere Demokratie erzeugt bei mir mittlerweile ja, den Gedankengang, ja, das ist eure, das ist euer Ding, was ihr da durchzieht. Und irgendwie stehe ich hier vielleicht ein bisschen auf verlorenem Posten. Und ein weiteres Argument, was Frau Katrin Göring-Eckardt dort in den Raum geschmissen hat, das war unter anderem halt auch immer dieses viel zitierte oder dieser viel zitierte Satz von Joachim Gauland, na, wir werden sie jagen. Ja, und der wird ja jetzt mittlerweile so geframed und so umgedreht, ja, dass es heißt, ne, seht mal her, der hat das gesagt und deswegen werden auf der Straße da Politiker verprügelt. Ja, also den Zusammenhang, der wird jetzt konstruiert, der wird jetzt gemacht. Ja, nur leider ging dieses Argument für Frau Göring-Eckardt komplett in die Hose. Ja, auch weil Louis Klamroth, durchaus vorbereitet gewesen ist. Ich bin Ihnen fast dankbar, dass Sie das Beispiel gebracht haben mit Herrn Gauland und dem Jagen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie zufälligerweise den richtigen Einspieler dazu hatten. Das Zitat von Herrn Gauland, wir werden Sie jagen, wissen Sie, von wem das kommt? Das kommt von Ihrem Parteivorsitzenden, der 1994, Ludger Vollmer, gesagt hat, wir werden den Kanzler jagen. Ja, das können wir auch uns mal angucken. Das können wir uns doch jetzt mal angucken. Ja, nichts über die gute Vorbereitung. Wenn der Kanzler die Mehrheit hat von 3 Stimmen, dann soll er sehen, wie er sich über die Zeit rettet. Nochmal 4 Jahre aussitzen wird er nicht. Wir werden ihn jagen, wir werden ihm im Nacken sitzen. Wir werden eine Opposition machen, die sich gewaschen hat. Und ich bin nicht sicher, ob Kohl, Kinkel noch mehr als 4 Jahre sich durchsetzen können. Das ist, war der Sprecher 1994 der Grünen, Herr Machowitz. Und ich für meinen Teil, ich war wirklich lange Jahre über, wirklich sehr, sehr lange, war ich bereit, mit Menschen, auch mit Menschen politisch anderer Einstellung, als ich sie habe, zu diskutieren. Nicht, um sie jetzt irgendwie umzudrehen oder zu sagen, Mensch, du bist ja blöd, wie kannst du denn, oder wie auch immer. Nein, eine sachliche, vernünftige, normale Diskussion auf Grundlage von Fakten. Und zwar Fakten, die uns, also euch und mir, für jedermann zugänglich sind. Ja, und mittlerweile habe ich davon Abstand genommen. Ich diskutiere mit solchen Personen gar nicht mehr. Ich höre mir das vielleicht höchstens noch einmal an, lächle dann nett und drehe mich dann um und gehe weg, weil ich sehe das immer wieder nicht nur unter meinen Videos in den Kommentaren, sondern zum Beispiel auch auf X oder auf anderen sozialen Netzwerken, dass man mit solchen Leuten nicht diskutieren kann. Das mag die andere Seite genauso sehen und sagen, ja Matthias, mit dir kann man auch nicht diskutieren. Doch, mit mir kann man eigentlich diskutieren und ich bin auch gegenüber Argumenten durchaus aufgeschlossen, wenn sie denn valide sind. Ja, aber Diskussionen hier in diesem Land werden heutzutage anscheinend eher mit Emotionen und mit Moral geführt, als wirklich mit Fakten. Und das sieht man ganz deutlich bei den Grünen.
Und damit, meine Lieben, bedanke ich mich wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.